Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt ein bisschen die Lage in die BGH fahren, solange ein bisschen voll ist. Das heißt, da sollte gerade nichts reingehen normalerweise. Weil das ist der Hänger für Schnee. Falls eben mal vorne der Schnee verfängt, dann kann da entsprechend ja, der Schnee entleert werden und wir können ohne Probleme unsere Silage aufladen. Die geht dann meistens ins, ja, in meinen Hänger, in roten, ne? Und dann ist es vorbei mit beladen. Beziehungsweise, wenn er schon klar drin ist, könnte passieren, dass er ab bis Vorgang und dann brauchen wir den halben Hänger fahren müsste. So, jetzt fahren wir Richtung BGH. Ein bisschen breiter räumen können, ne? Na, mal sehen. Doch schon ganz schön viel Schnee gefallen teilweise und musste eigentlich ein bisschen mehr räumen, auch hier ein bisschen mehr. Na gut, okay, also mit dem Umstand da hinten komm, zeigt er das nicht an und der kippt nichts ab. Wir müssen ein bisschen noch Geld verdienen im Winter. Können wir eigentlich nur die Silage machen, durch Verkauf von Silage, beziehungsweise eine BGH am 0 Uhr Geld auszahlt für die gewonnene Energie, Anführungszeichen. Und natürlich durch Mist und durch Gülle verkauft. Gülle haben wir keine mehr, müsste keine mehr sein, da unsere Tiere einen Stroh kriegen komplett und auch Stroh angenommen wird. Auch in den Stall Stellen 3 ist jetzt Stroh. Also Hof 3 mit der Stelle, die Originale vorhanden waren. Und ansonsten nur noch BGH, was wir noch im Silo haben, an Silage. Wir haben auch Silage noch unseren Fragmeter. Aber den behalte ich mal vor für die Tiere erstmal. Den würde ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen wollen. Aber kann er noch werden, ne? So, vorne ist so ein Kreitschi drin, da können wir mal ganz kurz nach vorne schalten. Ich habe hier links ein bisschen das Grüne entfernt mit dem Besen. Das geht ganz gut. Und hier ist zum Glück nicht so viel Deko, ne? Also keine Reif und dergleichen. Bäume kann man ja entfernen, durch Fällen, wegfräsen zum Beispiel. Würde dann dadurch, das wird machbar sein, ne? Die Fräse arbeitet nicht so perfekt, wie es sein könnte oder sein sollte. Aber es ist besser wie Förderband. Finde ich jedenfalls. Müsste so ein Ding haben, wo man im Prinzip mittendrin geht nichts. Förderband lässt sich spinnt dann meistens. Wenn man es mittendrin lassen würde. Ja, sind mitten im Winter. Tag Nummer 4. Also so, machen wir aus.
und heben die Fräse und schalten nach hinten. Ich mache dann wieder den Rest in den Anhänger rein, das sollte eigentlich nicht. Kommen wir die rum. Ich habe noch ein bisschen Räumen näher. Machen wir gleich. Das nervt doch. Achso, wir haben jetzt die Krähen mit Ton dabei. Das heißt, die machen jetzt ein bisschen Lärm, ne? Die Krähen halt so machen, ne? Krähen, ne? Oder Krätzen. Ein unschöner Ton, sagen wir so, ne? Aber Krähen machen halt ein bisschen Lärm, ne? Wir sind jetzt öfters dabei und machen hier Aufkrach. Einer fragt, was ich her habe. Diese Erweiterung gibt es im Matab. Den Schnee entfernen. Keine Silage so viel. So. Bisschen weiter die Spur machen. Aber der Plattenweg frei, das reicht schon. So. Vorne mal anheben, schneller zum Hof kommen. Und wie gesagt, es genügt. Der Plattenweg ist nun frei. Und ihr könnt hier ein bisschen mehr frei machen, ne? Damit wir hier besser fahren können. Mann, ich hab einen Durst, gibt's doch gar nicht. Ja, um eine kurze Unterbrechung zur nächsten Folge in ein Glas Wasser holen. Ist jetzt Cola getrunken. Es verklebt so langsam alles im Mund. So, geht's hoch zur BGH und wir zurück. Da oben haben wir schon einen Weg gemacht. Ich bin hier alleine. So. Kommen wir hier die Runde rum. Fahren wir eine Runde. Ups. Dabei. Gerade so. Hier mal weg. Und hier frei. Jetzt fahren wir mal zurück. Nehmen rechts. Schauen, wenn wieder Schnee kommt. Mal kurz reingucken im Wetterbericht. Der sagt, alles ist und ja, heute noch nicht. Heute Nacht ein paar Flocken und dann kräftig. Dann her Schneeregen und dann Regen. Na gut. Heu können wir kein machen, zu nass. Gut, heuer haben wir so nicht.
Und wir haben eh genug Heu, also von daher ist das jetzt nicht unbedingt notwendig, Heu zu machen. So, dann können wir den nämlich recht stehen lassen, aber wir fahren bis zum Silo. Wir brauchen den sowieso zum Freiräumen. Und zwar die Ecke noch. So, jetzt zurück zum Silo und dann können wir in die Silage fahren. Bremse. Dann mal die Arme weg. Vorbeifahren, ne? Und die Ecke auch noch gleich. Und dann geht's. Hier in den Silo rein. Das muss hier. Da muss man Außenansicht machen. Da muss ich reindrücken. Denn das Grüne muss weg. Dazu werden wir ein bisschen gerade ranfahren. Und parallel zum Silowand. So, Betonung, Junge. Heben wir hoch. Er ist drinne in der Wand. Jetzt decken wir ab. Geht nicht. Beziehungsweise hat nichts gebracht. Also muss im gesenkten Modus reingedrückt werden. Jetzt haben wir es. Und wie man sieht, hat er das Grüne komplett entfernt. Das muss weg sein, damit es überhaupt funktioniert. Ne? Geht ein bisschen schwierig, aber weil die Wand ist ja auch extrem hart normalerweise. Und dann hier, das Grüne muss weg. Nur das Grüne, die Lage nicht. Dann geht es. Und das ist leider hier so. Hier ist es okay in der Innenwand. Hier so steht, man geht so ringsrum und kann hier runter, das da ist alles mit Folie. Was hier zu viel ist, in Anführungszeichen, ist da zu wenig. Ich weiß nicht, ob das Problem allgemein ist oder nur teilweise. Also, wie hier so steht, wenn man reinguckt, da ist im Prinzip Schnee. Und da dürfte normalerweise müsste Folie sein, also aber ist nicht. So, wollen wir in die Silage zum Hof fahren. So. Starten wir. Müssen wir mal gucken, was wir nächste Folge machen. Ich möchte ja noch nicht alle Folgen mit Silage machen. Ne? Da werden wir ein bisschen schauen, dass wir das nächste Gebäude errichten werden für das Sägewerk. Aber das muss ja auch ein bisschen verteilt werden. Ne? Ich möchte nicht nur Silage fahren. Also. Ich
können jeden Tag mal eine Folge machen, aber nicht jede Folge. Das möchte ich auch nicht, wäre so langweilig. Aber dann wird morgen wieder Schnee, das ist schlecht. Beziehungsweise heute Nacht. Irgendwann. Die WWGA verarbeitet ja auch so viel. Bei fünffacher Geschwindigkeit. Das Ding schnell alle. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Dann sagt mal Tschüss und Ciao Ciao und Winke. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Morgen geht's weiter mit Holz. Tschüss.